Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Lumberjacks Dynasty. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge waren wir ein bisschen auf die Suche nach Ryan. Vielen lieben Dank nochmal für die ganzen Tipps und Tricks. Wir haben einen neuen Morgen, wir haben auch ein paar Tiere gekauft, nämlich wir haben einen Hahn gekauft, wir haben Kühe gekauft und auch Hennen, sodass wir auf jeden Fall, ja, Eier und Milch bekommen. Die brauchen wir ja noch hier für unseren Auftrag, ne, diesen Koch der Köche. Ich bin auch noch ein bisschen weiter rumgefahren, ihr habt viele Tipps geschrieben. Wir brauchen noch ein bisschen Milch und auch ein paar Eier. Dadurch, dass natürlich jetzt ein neuer Tag angebracht wurde, haben die Tiere schon ein bisschen was produziert. Das wollen wir uns heute anschauen. Und ihr habt mir doch nochmal gesagt, wo Ryan ist. Ryan müsste hier hinten irgendwo sein. Das war der stellvertretende Bürgermeister, glaube ich. Das hattet ihr geschrieben und wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier wieder reinkommen. Ein neuer Morgen steht an. Und was wir heute machen wollen, ist einmal unseren Transporter zu beladen, damit wir nämlich diesen Auftrag für hier diesen Job des Lebens abschließen können. Da liegen wir aktuell bei 28%. Und damit wir uns die Möbelfabrik kaufen können. Ich habe auch noch mal kurz bei der Möbelfabrik vorbeigeschaut. Wir müssen dann nach und nach auch mal schauen, dass wir hier beispielsweise ja auch mal hier unsere Hütte irgendwann mal renovieren. Aber dazu brauchen wir erstmal die Möbelfabrik. Die kostet nämlich nur noch 199.999. Und das sind hier unsere Tiere. Die sind natürlich jetzt alle drin. Guck mal, da sind die Hühner. Und hier, hoch, ich habe den Kuhstall aufgelassen. Guck mal, jetzt sind auch die Schafe hier drin, ne? Guckt euch das mal an hier. Und da haben wir die ganzen Tiere, ne? Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Und um die Tiere werden wir uns gleich ein bisschen kümmern. Ne, die Schafe sehen ein bisschen kahlgeschoren aus. Hängt damit zusammen, dass wir die schon geschoren haben in einer der vorherigen Folgen. Und worum wir uns heute kümmern werden, sind einmal die Hühner, die wir hier drin haben. Guck mal, die liegen nämlich alle da drin. Und um unsere Kühe. Aber bevor wir das machen, werde ich einmal... Boah, was ist das denn für ein Wetter hier? Ist ja ekelhaft. Werden wir erstmal, das ist ein richtiger Sturm hier, werden wir uns erstmal um unseren LKW kümmern, damit wir den beladen. Nämlich, wir wollen ja auch in den nächsten Folgen noch testen, bei dem Sommerauftrag, ob wirklich getrocknetes Holz weniger benötigt wird. Und ja, deswegen schauen wir hier heute wieder rein und ja, werden dann ein bisschen was machen, ne? Auf geht's. So, da ist unser jeweiliges Fahrzeug. Das Holz, das wird wahrscheinlich gleich wieder nass werden. Ich weiß nicht, ob es auch nass wird. Hier haben wir getrocknete Bretter. Hier haben wir auch getrocknete Bretter. Das bedeutet, die können wir jetzt hier einmal aufladen. Ob das jetzt eine gute Idee ist, das bei Regen zu machen. Aber ich denke mal, der Realismusgrad ist da jetzt eher nicht so gegeben, dass das irgendwie eine Rolle spielt. Und ihr habt immer gesagt, wir können hier sogar die Sachen direkt davon aufnehmen. Das sehen wir jetzt auch hier gleich, wenn das Fahrzeug dann irgendwann mal anhält. Können wir das aufnehmen, verladen das Ganze und werden das gleich mal unterstellen. Auch wenn es keine Rolle spielt. Ich fahre mal ein Stückchen näher ran hier, damit wir da auch ein bisschen besser dran kommen. Um das Ganze hier so ein bisschen aufzuladen. So. Zack. Und die unteren können wir natürlich auch aufladen. Jetzt habe ich den Rückwärtsgang wieder drin. Wer kennt's nicht. Und dann werden wir noch einmal hier auch noch ein bisschen Holz rausholen. So, damit wir nämlich in der nächsten Folge dann da weitermachen können, beziehungsweise vielleicht ja den Auftrag abschließen können, dieses schmutzigen Geschäftes. Ich bin gestern echt rumgefahren. Ich habe lange, lange überlegt. Oh, hier sind ein paar Sachen reingebackt. Ich habe lange, lange überlegt, wo der denn sein kann. Und da fiel mir das, nach der Folge fiel mir das auch ein. Dann habe ich dann nochmal geschaut. Ihr habt natürlich auch die Kommentare geschrieben, dass es Ryan ist, ne? Nicht Rainer. Aber ich wusste ja, was ihr meint. Warte mal, den stellen wir mal unter. Besser ist. Und dann kümmern wir uns heute ein bisschen um die Tiere. Hier haben wir noch unsere Baumpflanzmaschine, die wir auch noch brauchen werden. Ich stelle ihn jetzt einfach mal hier unter. So. Und was ihr auch noch geschrieben habt, war, dass wir gar nicht mehr so weit weg sind von der Möbelfabrik. Ne? Das freut mich natürlich auch. Wir gucken nochmal hier beim Sägewerk vorbei. Da haben wir noch ausreichend Holz drin. Wir können jetzt natürlich noch ein bisschen Holz überladen. Machen wir das auch noch? Warte mal, ich habe hier nämlich noch ein bisschen Holz, was vielleicht noch trocknen kann. Weil hier spawnt nämlich immer mal wieder was, seht ihr? Da könnten wir schon mal ein bisschen was reinladen. Mit dem Gabelstapler. Hier, die bewegt ihr übrigens mit der linken Maustaste gedrückt, hoch und runter. Ich meine, das wäre auch mal eine Frage gewesen, wie das hier funktioniert. So. Mal gucken, wie viel ihn auch spawnt, weil da kann ich nämlich das wieder zum Trocknen reinlegen.
Oder war es jetzt das letzte? Ich glaube, das war das letzte. Ah, ne, guck mal, da spawnt schon wieder was. So, wir packen das jetzt einfach mal rein hier. Da ist ein bisschen was durchgebackt, deswegen fahre ich jetzt einfach mal hier oben hin. Gibt immer noch so ein paar kleine Bugs, ein paar kleine Fehler. Bei dem einen oder anderen kann man nicht speichern, was ich jetzt gar nicht nachvollziehen kann. Vielleicht wäre da Festplattenspeicher vielleicht mal überprüfen. Wäre da eine Möglichkeit. Aber Speicherprobleme hatte ich hier noch nie. Bis auf eine Folge, da hatte ich einfach vergessen zu speichern. Und da musste ich das Ganze nochmal neu machen, was sehr ärgerlich ist. Ich wünsche mir so ein bisschen automatisches Speichern. Was, glaube ich, gar nicht verkehrt ist. Und dann kümmern wir uns gleich um unsere Tiere. Da werden wir gleich mit der Motorsense ein bisschen Gras mähen und das Ganze dann einlagern. Für unsere Kühe. Ich meine... Ach, lol. Ich meine, wir können nämlich, glaube ich, auch schon die Kühe melken ein erstes Mal. Ich habe mir schon ein bisschen was reingepackt. Über den Tag, um mal zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Ja. Fahren wir das Holz hier mal rum. Da muss er jetzt hier nicht im Regen stehen. Aber ihr seht schon, ne? Wir haben so viel Holz. Das ist alles noch von dem Holz, was wir hiervon haben. Wo ich hier die ganzen Aufträge gemacht habe bezüglich des Onkels, den wir ausbezahlt haben. Ne? Kapitel 3 startet übrigens erst dann, wenn ihr euren Onkel ausbezahlt habt. Kann sein, dass sich das vielleicht in der Reihenfolge ein wenig geändert hat mittlerweile im Spiel. Da bin ich jetzt leider nicht so firm drin, weil ich habe jetzt keinen neuen Spielstand begonnen. Ich hatte kurzfristig überlegt, aber dann nochmal alles von neu zu machen, hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust drauf. Denn es gab ein paar Anpassungen hier in-game. Ein paar Sachen haben sich verändert, die Charaktere wurden angepasst. Klar, es ist immer noch kein Spiel, was fehlerfrei ist, ne? Aber ich denke, da wird der ein oder andere Hotfix auch noch kommen. So, jetzt packen wir mal das ganze Holz hier. Lagern wir das einfach mal ein, damit wir es dann auf jeden Fall dann auch trocknen können. Hier in den Seitentaschen haben wir, glaube ich, auch noch was drin. Wir hätten auch noch Spanplatten zu verkaufen. Das könnten wir auch irgendwann nochmal mal wieder machen. Also zu tun gibt es genug. Wir haben mehrere Quests. Koch der Köche haben wir abzuschließen. Die schmutzige Angelegenheit. Das scheint für uns dann wohl von der Story her... Also die Storys gefallen mir mittlerweile sehr gut hier in diesem Spiel. Ja, gut, jetzt geht das wahrscheinlich wieder nicht zu, ne? Ich würde sagen, komm, wir belassen es jetzt einfach mal da. So. Dann kann das schon mal trocknen. Und jetzt gehen wir mal zu unseren Tieren. Boah, es war echt ein Sauwetter hier, ne? Boah, richtig, richtig ekelhaft. Und die Tiere gehen natürlich immer rein oder kommen in den Stall, wenn das Wetter da nicht mehr so dolle ist. Und das Wetter ist gerade wirklich, ja, es ist wirklich schlecht. Können wir mittlerweile eigentlich auch das Wetter sehen hier irgendwo? Nee, ne? Wie sich das verändert? Irgendwie nicht. So, hier haben wir auch Typhoon, ne? Unsere Katze, die wir haben, die sich auch untergestellt hat. Füttern wir erstmal. Wo haben wir eigentlich Oscar? Ach, guck mal, da ist Oscar. Das ist unser Hund. Den haben wir uns ja auch vor einigen Folgen geholt. Der passt in der Regel auf die Schafe, glaube ich, auch auf, ne? So. Komm rein, Oscar. Komm. Gib Oscar eine Wurst. Komm rein hier, mein Junge. Kommst du rein? Na komm. Du Feini. Komm rein hier. Nee, der will nicht. Okay, machen wir dazu. Der läuft da wahrscheinlich auch mal außen rum. Und jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen um die Tiere. Wir gehen erstmal zu den Hühnern. Ich mach mal hier auf, einmal durchlüften. Und dann schauen wir mal, ob wir schon ein paar Eier haben hier. Ob die Hühner schon ein paar Eier gelegt haben. Um die Eier braucht man sich nicht kümmern. Der Hahn ist dafür da, dass quasi Küken entstehen oder halt auch ja, weitere Hennen. Und dann dadurch wir Einnahmen generieren. Ich glaube, das waren 70 Euro, die wir verdient haben. Guck mal, wir können auch Eier nehmen. Zwei Stück haben wir schon mal hier. Da haben wir auch Eier. Die sieht man jetzt nicht, weil die Hennen halt da drauf sitzen. Hoch. Und so können wir dann auch bald unseren Auftrag abschließen. Guck mal, das ist noch ein Ei. Ganz viele Eier hier. Manche haben schon welche gelegt, manche noch nicht. Guck mal, da liegen auch schon wieder welche. Da haben wir auch welche. Die sieht man hier so leicht, das sind so braune Eier. Dann gucken wir gleich mal, wie viele Eier wir schon haben. Und da werden wir gleich die Kühe melken, ne? Aber erstmal werden wir gleich die Kühe versorgen. So, wie viele Eier haben wir jetzt? Wir gucken mal. Oh, guck mal, 60 Eier haben wir schon. Das geht recht fix. Ne? Ich habe auch ein bisschen Milch noch gekauft, weil ich noch ein paar Stellen hier abgefahren habe. Das habe ich auch noch gemacht. Ach, guck mal, hier kommen auch noch Eier. Oha. Also fleißig sind sie. Ich denke mal, so in 2-3 Tagen haben wir dann auch die erforderliche Masse an den ganzen Eiern.
dann auch vorhanden. Wir haben jetzt 70 Stück, guck mal. Wir brauchen 100. Ich meine, es waren 100. Wir gucken nochmal eben kurz. Kocht der Küche. Genau, 100. 30 Eier benötigen wir noch und 65 mal Milch. Ist auf jeden Fall eine recht coole Sache. So, das sind die Kühe. Die können wir dann, glaube ich, auch gleich auch schon melken. Wenn wir uns jetzt hier das Ganze anschauen von außen. Seht ihr, wir haben 10% an Futter eingelagert. Das ist natürlich nicht viel. Und deswegen werden wir jetzt mit der Motorsense hier, wo ist er? Da. Gleich das Gras einsammeln. Da seht ihr schon diese grünen Bündel. Und die können wir dann den Tieren zum Futter geben. Wird auch mal Zeit, dass ich den Garten hier mal ein bisschen auf Vordermann bringe. Wir werden auch noch mal ein paar Pflanzen hier dann auch noch mal buddeln, ein bisschen pflanzen und so weiter. Aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen Gras mähen, damit wir das Ganze aufnehmen können. Bei Regen würde man das natürlich nicht machen. Es wird auch automatisch zu Heu, das Gras. Oder es bleibt Gras, glaube ich. Müssen wir uns gleich mal angucken. Und da ist es dann so, dass das Ganze aber als Stroh angezeigt wird. Das finde ich ein bisschen verwirrend, wenn ich ehrlich bin. Dass das dann so angezeigt wird, weil Stroh ist es ja in der Regel eigentlich nicht. So, wir machen jetzt mal hier komplett den Garten einmal so ein bisschen hier. Die Blümchen braucht halt auch kein Mensch. Da werden wir dann wieder was Neues pflanzen. Ja, Paisley müssen wir dann auch mal wieder besuchen. Das habt ihr auch geschrieben. Die ist ja in der Nähe von dem Bürgermeister. Ich mache jetzt hier vorne noch die beiden Flächen. Und dann gucken wir mal, wie viel wir davon aufhaben. Oder wie viel wir davon dann verwenden können. Also schneller laufen macht ihr mit Shift, ne? Weil das auch eine Frage war. Einfach die linke Shift-Taste, also die Großschreibetaste, gedrückt halten. Komm, machen wir das hier auch noch. Mal so ein bisschen den Garten. Sich mal so ein bisschen drum kümmern hier, ne? Ja, mit Rasenmäher würde das natürlich schneller gehen. Den können wir uns ja später auch nochmal holen. Aber ich denke jetzt erstmal hier so fürs Erste sollte der ganze Spaß dann auch ausreichen. Na komm, machen wir jetzt hier noch einmal. Ach, guck mal. Machen wir einmal rum hier. Komm. Machen wir das einmal rum. Die ganzen Blümchen weg hier. Weil wir brauchen halt das Heu. Beziehungsweise das Gras. So. Machen wir es hier auch nochmal. Dann haben wir hier schon mal so ein bisschen aufgeräumt. So, Oskar, mach dich mal weg da. Hier haben wir auch noch so ein bisschen Sträucher. Ich glaube, die Sträucher bringen kein Gras, aber das wächst auch irgendwie immer wie Unkraut hier, das Ganze. An manchen Stellen. Da würde ich sagen, belassen wir es einfach mal dabei. So, das können wir jetzt hier aufnehmen. Guck mal, Heu. Das wird, glaube ich, automatisch Heu. Das wird dann im Inventar abgelegt, zeige ich euch gleich. Und das können wir nämlich dann direkt einlagern. So. Frisches Heu oder Gras, je nachdem, wie man es nennt. Für die Kühe. Dann werden wir auch die Kühe gleich einmal melken. Das ist nämlich auch übernommen worden aus Farmers Dynasty. Was wir auch sehr viel gespielt haben. Da gab es ja zwei Staffeln dazu. Wir sind hier immer noch in der ersten. Ich denke mal, es wird auch bei der ersten Staffel bleiben. So. Das Gras lassen wir da mal drin. Weil die Hühner müssen sich ja auch von irgendwas ernähren. Und die Hühner brauchen wir komischerweise nicht füttern. Vielleicht kann man da noch so Weizensäcke oder sowas einbauen. Vielleicht so ein Hinweis an die Entwickler, dass die das vielleicht auch nochmal machen. Wäre vielleicht auch nochmal cool, weil so ein bisschen was zu futtern brauchen die. Ne? Vielleicht auch ein bisschen Wasser. Dafür könnte man ja den Brunnen hier nutzen. So ein bisschen wie bei Ranch Simulator. So. Ich glaube, jetzt haben wir alles soweit gesammelt. Ne, da vorne war auch noch was. Ist halt sehr mühsam, aber so bekommt man den ganzen Kram zusammen. Wir gehen nochmal hier am Brunnen vorbei. Guck mal hier. Da haben wir es halt auch noch. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Das können wir auch noch alles einsammeln hier. Könnt ihr natürlich hier auf die Bank setzen. Gut, das sollten wir vorwiegend beim schönen Wetter machen. Also ich hoffe, dass der Brunnen irgendwann auch nochmal eine Funktion bekommt. So, wenn wir jetzt hier im Inventar gucken, ich glaube bei Sonstiges, haben wir jetzt 55 gemähtes Gras, nützlich für Kuhfutter. Und da müsst ihr einfach drauf gehen. Meine ich. Aber wir müssen, glaube ich, in Stallnähe sein, ne? Hier reinlaufen. Tap. Und jetzt hier, guck mal. Wir müssen einfach in die Scheune gehen.
Und dann einlagern. So, jetzt haben wir es eingelagert. Jetzt gucken wir mal, wie viel Prozent wir haben. 15%. Ist natürlich nicht viel, ne? Wir müssen da noch ein bisschen mehr mähen. Ja, wir haben jetzt einen Hahn im Besitz, einen Hund, eine Katze, Schafe, Kühe und Hühner. Jeweils das Maximum haben wir uns hier schon gegönnt. So, und jetzt fangen wir mal an, hier die Kühe zu melken. So, gucken wir uns das mal an hier. Wir fangen mal mit der Bärte an hier. Zack. So, jetzt melken wir die Kühe. Ey, da gibt es auch eine neue Animation. Das finde ich zum Beispiel auch ganz cool. Das dauert natürlich. Und wenn wir E-Spam, geht das natürlich ein bisschen schneller. Also E schnell hintereinander drücken, falls ihr mit dem Begriff Spam nichts anfangen könnt. So, zwei Milch. Geht recht fix. Ich denke, wir bekommen zwei oder drei Mal Milch pro Tag. Wo wir dann die Kühe melken können. Das wird halt noch ein bisschen dauern. Ich werde auch immer mal wieder ein bisschen Milch kaufen, wenn wir hier bei den örtlichen Händlern unterwegs sind. Da ansonsten das Ganze vielleicht für den Auftrag ein bisschen länger dauert. Aber das werden wir auf jeden Fall machen. So, das heißt, wir haben frische Milch, ne? Frische Milch von unseren Kühen. Bisschen was zu futtern haben die. Ich werde gleich noch ein bisschen weiter mähen. So, dass wir da auch noch ein bisschen mehr bekommen. So, und so mühsam nährt sich dann das Eichhörnchen, ne? Das ist auf jeden Fall schon mal wieder ein Schritt weiter. Das heißt, wir sind jetzt auch, haben jetzt so einen kleinen Viehbetrieb, ne? Wo wir uns um Milch kümmern. Da können wir auch später noch Rezepte machen. Wir werden dann auch wieder Folgen machen, wenn wir dann natürlich die Möbelfabrik haben, dass wir das Haus schön machen. Das kann man nämlich auch schon machen. Das Haus verfeinern. Mit neuem Holz, wir haben es ja bisher nur repariert. Auch die Scheune hier kann man komplett, glaube ich, noch erneuern. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. So, wir haben alle Kühe gemolken. Den Hühnern geht es auch gut hier soweit. Ja. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz schick aus. Ne? Die Schafe hier, ich finde die Schafe halt auch ganz süß. Und sieht auf jeden Fall recht gut aus. Ja, da legen sich die Kühe wieder alle hin. Hat schon was, ne? Fupp. So, dann haben wir hier fertig. Da würde ich sagen, schwinge ich nochmal ein bisschen hier so die Motorsense. Und die kriegen wir jetzt über das Inventar. Guck mal, hier haben wir sogar noch Holz. Wir könnten jetzt natürlich auch hingehen, benutze Holzdielen. Und könnten jetzt hier, glaube ich, direkt beginnen. Erneuer mit Holzdielen, ne? Es gibt, glaube ich, auch andere Dinge. Ich habe gesagt, wir sollen mal die Tür reparieren. Können wir die denn mal erneuern? Das machen wir jetzt mal. Oh ja, guck mal. Guck mal, wie schön das schon aussieht, ne? Guck mal, eine komplett neue Tür. Das hattet ihr nämlich gesagt, dass wir das mal machen sollen. Wir können auch mal hier die Tür noch reparieren. Die sieht dann natürlich auch sehr gut aus. Wir verschwenden jetzt natürlich ein bisschen Holz, aber darum geht es ja jetzt nicht. So, hier drin können wir auch noch Sachen erneuern. Den Boden können wir erneuern. Wir haben natürlich jetzt hier auch die Speisekammer. Da haben wir jetzt nichts drin. Wir können auch Sachen hier einlagern, ja. Sieht auf jeden Fall auch ganz gut aus. Und können natürlich auch Sachen erneuern. Aber dass man die Türen dann erneuern kann. Man kann die, glaube ich, sogar später auch anmalern. Also malen. Mit Farbe und so weiter. Ich weiß nicht, ob man das Dach dann auch noch machen kann. Aber die Eingangstür sieht schon mal gut aus. Wir können auch mal hier schon mal so einen Fensterrahmen machen. Guck mal, sieht dann schon viel, viel schöner aus, ne? Aber das werden wir nach und nach machen. Das machen wir heute nicht. Sondern wir werden jetzt erstmal die Motorsense wieder benutzen. Und hier noch ein bisschen Gras mähen. Das Ganze dann einlagern. Das wird dann zu Heu. Wie ihr das gerade schon gesehen habt. Da werden wir noch mal ein bisschen aufräumen hier. Dann werde ich das Ganze noch mal reinfahren. Ja, und dann passt das soweit, ne? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Dann werden wir mal ein bisschen aufräumen. Da liegt der ganze Spaß nämlich hier rum. Da können wir hier auch noch mal vorbei. Hier am Baum rum. Gut, die Blümchen kommen jetzt alle weg. Ich glaube, ich hätte das auch bei den Blümchen drumherum machen können. Aber man muss dann ab und zu mal aufräumen. Und hier auch mal so ein bisschen den Garten pflegen. Ist vielleicht nicht das passende Wetter dazu, aber was soll's. Das gehört halt auch noch alles zu uns. Wir sollten aber bei dem Schafen meiner Meinung nach da ein bisschen Gras stehen lassen. Ich weiß nicht, ob das abhängig ist davon. Die fressen wohl das Gras, wenn die draußen sind. Deswegen lassen wir das einfach mal. Ich werde jetzt hier nochmal rumgehen um die Bienenstöcker und so weiter. Und werde das Ganze dann noch fertig machen. Dann noch ein bisschen was einsammeln.
Hier hat man auf jeden Fall jede Menge Gras. Ihr seht schon, ne? Ich weiß gar nicht, was so ein Rasenmäher kostet. Da müsste ich mal zum örtlichen Händler fahren und mir das Ganze dann auch mal angucken. Guck mal, hier können wir sogar noch so ein Bienending platzieren hier. Guck mal, habe ich hier noch gar nicht platziert. Das machen wir jetzt auch noch mal. Damit wir auch da noch ein paar mehr Äpfel bekommen. So. Machen wir das hier auch noch mal. Die produzieren halt dann mehr von dem eigentlichen Honig, beziehungsweise ist die eine Variante. Das andere sind dann mehr. Ach, Oskar, renn doch nicht die ganze Zeit in die Motorsense hier. Das andere ist dann, dass wir schneller und mehr Äpfel bekommen. Ich mache mal jetzt hier einfach mal so eine Linie hier. Es geht mit der Motorsense auf jeden Fall auch recht gut, ne? Ist vielleicht jetzt nicht im Vergleich zu dem Rasenmäher, mit dem wir das machen könnten, aber das sollte auf jeden Fall passen. Wir sammeln jetzt gleich nochmal ein, dann gucken wir mal, wie viel wir da auf Lager haben. Wir sollten das Lager natürlich zu 100% füllen. Das ist so das Ziel, was wir auf jeden Fall haben sollten. So, ein paar Sträucher noch wegmachen. Das ist eine gute Idee, wäre jetzt die Blumen hier wegzumachen wegen den Bienen. Das weiß ich leider nicht, ob das dann so reell auch ist. So. Laufen wir hier auch nochmal durch. Ist natürlich jetzt vom Arbeitsaufwand natürlich sehr, sehr viel mit der Sense, aber ja. Von nichts kommt nichts, sage ich immer. So. Dann haben wir es hier auch gleich. Dann sammeln wir das ein. Da kriegen wir wieder ein bisschen was. Ich denke mal, dass wir dann irgendwann auch mal auf 100% bei den Kühen sein sollen. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das auswirkt auf die Milchproduktion. Ob die wirklich immer 100% haben müssen. Ne, so wie es zum Beispiel im Landwirtschaftssimulator ist. Ich denke aber eher nicht. Man muss natürlich überhaupt etwas drin haben, dass sie wohl auch was produzieren. Oh, ich werde hungrig. Da werde ich mir gleich erstmal was reinschnabulieren. So. Jetzt sammeln wir den ganzen Spaß hier mal ein. Geht auch recht fix. Lululululul. Da kommt schon wieder ordentlich was zusammen. An Heu. Ja, da können wir die dann nochmal füttern. Und werden wir es nochmal einladen. Holz kann man auch verkaufen, habt ihr geschrieben. Hatte ich aber eher, nicht Holz, sondern Bretter. Klar, kann man verkaufen. Müssen wir mal gucken, wie wir es halt auch nochmal machen. Aber ich würde jetzt erstmal die Bretter vorwiegend für den Auftrag nutzen. So geht das jetzt nicht. Da komme ich jetzt irgendwie nicht dran, weil der Baum da eine Kolli hat wahrscheinlich. So, da kommt schon was. Ordentliches zusammen. Sehr schön. So. Und die Küche und so weiter reparieren können wir, glaube ich, erst mit neuen Möbeln. Ihr seid ja auch schon teilweise viel weiter als ich, ne? Weil ihr halt dieses Spiel dann ausschließlich spielt. Ich spiele halt so ein paar mehr Spiele. Ab und an und heute und, ja. Heute Abend gibt es auch wieder einen Stream, ne? Das Ganze live auf Twitch, 19 Uhr. DFV XXL, da geht's mich wieder los. Mit einem Livestream. Und dann morgen, am Sonntag, ist wieder FSL, die Farming Simulator League, ne? Mal sehen, ob wir das starke Team Trelleborg geschlagen haben. Wenn ja, Leute, dann sind wir auch am Sonntag im Livestream. 10 Uhr geht's los, Giant Software, giantsoftware.de. Könnt ihr wieder die Farming Simulator League mit dem 4. Online-Turnier verfolgen. Ich hoffe, wir sind dabei. Ist natürlich ein starker Brocken, starker Gegner, aber nichtsdestotrotz, ja. Kommt es auch viel auf die Tagesform an. Wir haben fleißig trainiert und mal gucken, ob wir da weiterkommen werden. So. Jetzt haben wir das gleich alles aufgesammelt hier. Das dauert natürlich ein bisschen. So, bei den Bäumen, das kriegen wir irgendwie nicht hier. Das ist, glaube ich, noch ein kleiner, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist. Ich möchte es nicht als Fehler deklarieren. Ich glaube, da vorne hatten wir auch noch ein bisschen was gemäht, ne? Ja. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Das nehmen wir jetzt auch nochmal auf. Und das wächst ja auch alles wieder nach, ne? Ist ja nicht so, dass wir das jetzt einfach nur hier wegnehmen und das Ganze dann auch nicht mehr nachwächst, sondern das
passiert natürlich. Man muss immer mal wieder hier den Garten pflegen. So, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Ein bisschen mehr. Wir haben noch den Sandkasten für die Kinder später dann. Es gibt ja dann auch später Kinder hier. Wenn wir dann eine Frau fürs Leben gefunden haben, wenn wir die geheiratet haben und so weiter und so fort. Das entwickelt sich ja auf jeden Fall dann auch ja, rapide weiter. Ne? Sodass die Kinder dann auch irgendwann mithelfen hier. Ich hoffe, die haben die Interaktion ein bisschen größer gesetzt, dass man ein bisschen mehr machen kann mit dem Ehepartner oder auch mit den Kindern. Dass man da ein bisschen mehr Interaktion hat. So, wir gehen mal wieder in den Stall einmal rein. Gehen mal hier drauf auf Sonstiges. Jetzt haben wir 125. Wir lagern das mal in die Scheune ein. Und dann über 28%. Das sollte, ich denke mal, erstmal reichen. Ich schnabuliere mir jetzt erstmal hier so einen leckeren Honig-Apfelkuchen rein. Und esse noch eine Tomate. Blub. Dann sind wir wieder glücklich hier. Sehr schön. Ja, gucken wir uns mal so ein bisschen den Stall an. Ne? Man hat halt hier die Hühner, man hat halt hier die Kühe. Wenn es regnet, sind alle Tiere drin. Auch die Schafe, die ja normalerweise da auf der Weide sind. Und wir haben hier noch so einen schicken Heuboden. Den können wir uns auch nochmal anschauen. Da kommen wir halt auch hoch. Und sehen dann hier unsere Kühe. Und ich würde sagen, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, ne, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu, ne, wie ihr das findet hier mit den Tieren. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende und sage mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.